Ihr habt danach gefragt und wir haben es bestellt, um es kaputt zu machen. Das Ottolock, ein super leichtes Schloss, und jetzt werden wir mal in diesem Video gemeinsam schauen, ob wir es knacken können. Hi, hier ist der Markus von Fahrgeschäft Fitbikes und in diesem Video wollen wir das Ottolock knacken. Ja? Ottolock ist mal was völlig anderes, ein ganz leichtes Schloss zwischen 120 und irgendwie 140, 150 Gramm. Und klar, wir werden wahrscheinlich jetzt halt kein Mega-Sicherheits-Schloss hier haben, aber wenn es eine Zeit lang durchhält, ist es doch nicht schlecht, ja? Weil für das Gewicht ist es super. Wir schauen uns jetzt mal kurz genauer an, wenn ich die Verpackung aufkriege. Die Idee dabei ist, man kann es einfach in den Rucksack reinwerfen und haben dieses leichte Schloss immer mit dabei. Ist mit als Zahlenschloss kombiniert. Und was ich super witzig finde, ist, natürlich ist standardmäßig hier 4x die 0 eingestellt. Ja. Und um jetzt die Kombination ändern zu können, muss man mit so einem kleinen Nadel hier reingehen. Und diese Nadel wurde auch direkt beim Schloss mit dazu geliefert. Abgebildet haben wir ein Fahrrad, ein Kajak, ein Zelt, ein Quad, und es gibt es in verschiedenen Längen, in 46, 76 und 152 cm. Wir haben jetzt die mittlere Variante mit 76 cm und ja, ist okay, wir kommen ein paar Dinge rum, aber mega viel ist es auch nicht. Jetzt schauen wir mal, wie es funktioniert, das haben wir bisher noch gar nicht ausprobiert. Ich gehe mal davon aus, dass man hier irgendwie rein muss und dann das verdreht. Genau. Jetzt können wir es nicht mehr aufmachen und das Schloss ist abgesperrt. Also ziemlich simpel. Jetzt machen wir wieder auf 4 mal die 0, 3 mal die 0. Dann können wir es wieder aufmachen. Genau, mit dabei ist so eine Gummilasche, um dann das Schloss auch gut aufräumen zu können. Das machen wir jetzt auch gleich, denn natürlich wollen wir noch den Original, das Gewicht im Originalen messen, wiegen. Jetzt müssen wir es jetzt zusammen machen. Und so ist es schon super kompakt. Gramm wiegt das Schloss. Genau, also super kleines, super leichtes Schloss. Ich gehe davon aus, also meine Vermutung ist, dass wir es relativ simpel durchkriegen werden mit der Zange. Oder vielleicht sogar noch aus dem Textlock-Video mit einer einfachen Säge. Klar, was mit einem Anschluss keinen Sinn macht, aber hier könnte ich mir das schon vorstellen, dass es relativ einfach durchgeht. Wir werden es ausprobieren. Seid dabei. Bis gleich. Jetzt haben wir hier sozusagen wieder unser kaputtes Rixe-Fahrrad. Und wir versuchen es mal jetzt hier möglichst weit oben abzusperren, damit halt einfach man nicht so gut mit dem großen Seitenschneider rankommt. Und jetzt lerne ich schon mal, das geht nicht so einfach. Ich muss es erstmal auf 'Abgesperrt'. Schaut schon cool aus, oder? In den Grünen. So, wir haben ja wieder unsere drei Werkzeuge. Ja, wir fangen immer mit dem hier an. Warum? Weil es ein Schloss gab, was wir damit knacken konnten. Deswegen haben wir überhaupt in dieser Serie angefangen. Danach mit der Knipex und dann mit dem großen Ding. Wir schauen mal, also es könnte damit eigentlich schon machbar sein. Basti, du hast die Stoppuhr? Das ist 50 Sekunden.
Also unsere gute Pucksäge hat 50 Sekunden dieses Schloss aufgemacht. Da war jetzt sogar ein bisschen schneller als beim Hiplock. Nicht beim Hiplock, beim Textlock. Aber hey, Übung, ja. Mittlerweile habe ich ja ein bisschen mehr Übung. Aber kleine, schlechtere Säge, stumpfes Kettenblatt, ging relativ simpel durch. Wir haben gemessen 50 Sekunden, ne? Also, kleine Säge, aber ich glaube, ich würde das eher hier mitmachen und das probieren wir jetzt auch noch mal kurz aus. Das war auch sehr laut. Das geht nicht so gut, wie ich dachte. Aber doch. Normalerweise wäre es noch unter Spannung, wenn es ja eingebaut ist. Also damit geht es, glaube ich, noch schneller. Und leiser. Und leiser. Und unter Spannung, glaube ich, noch schneller. Mhm. So, jetzt haben wir noch eins. Wir haben endlich ein Schloss gefunden und haben schon einen Knipwechsel. Das ist das Erste. Warte. Ja, das geht nicht so gut durch. Da ist jetzt die, glaube ich, zu groß. Ja, das, glaube ich, das macht gerade gar nichts. Weil dafür ist das Material zu dünn, ja, um da richtig Kraft drauf zu machen. Das ist ja schon sehr dünn vom Material her. Ja. Also wenn man nur etwas ranmachen möchte, zum Beispiel zu den Bergen, zum Beispiel, ja, wo du einfach nur im Rucksack zum Schloss dabei hast, dafür, glaube ich, findest du das ganz cool. Wenn du es aber in der Stadt benutzen möchtest, wo einfach die Gefahr des Diebstahls viel, viel größer ist, habt ihr gesehen, das ging relativ simpel durch. Und ich würde behaupten, der Knipex noch viel, viel schneller, wenn es eine Spannung ist. Wenn ihr ein paar Schlösser sehen wollt, die funktionieren, schaut in die Beschreibung unten rein. Da haben wir einen Hiplock getestet, das wir durchbekommen haben. Wir haben ein Arbus Bordo getestet, was wir durchbekommen haben, mit großem Aufwand. Ja. Da könnt ihr mal die Videos anschauen. Aber das hier würde ich nur bedingt empfehlen. Wie gesagt, eher für die Berge, wo du ein Leitschloss dabei haben möchtest. Wenn es dir gefallen hat, dann drückt auf Abonnieren unten oder Liken, je nachdem, was du noch nicht gemacht hast. Aber wenn du mehr Videos sehen, drück auf Abonnieren. Wenn du noch was hast, was wir knacken sollen, ausprobieren sollen, machen, tun sollen, schreib es in die Kommentare rein. Gerne deine Erfahrungen, deine Meinungen, whatever, fühl dich frei, hau die Tasten und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.